So, eine Runde weiter mit Tamar von Georgien. Wir sind hoffentlich kurz davor, eine Religion zu gründen. Es wird spannend. Also es bleibt spannend, weil eine Zivilisation darf nur noch eine Religion bauen. Die anderen haben schon alle einen großen Propheten. Und jedes Mal der bange Blick, ob es denn noch geht. Und das geht noch. Wir brauchen 420 an Glauben oder 605 an Gold. Schweden, Kanada haben schon eine Religion. Irgendeine dritte Zivilisation hat auch eine Religion gegründet, die kennen wir aber nicht. Deswegen wird sie uns, glaube ich, auch da nicht angezeigt. Deswegen sehen wir das auch leider nicht. So, irgendeine Einheit hat sich befördert. Okay. Kampfstärke gegen, gegen Nah- und Fernkampfeinheiten. Der Speer da drin ist leider weder das eine noch das andere. Hier ist das Monument fertig. So, was bauen wir jetzt hier? Campus. Heilige Städte. Ja, das sind alles so schöne Plätze, die dadurch verloren gehen. Wir könnten den Regierungsbezirk hier bauen. Wie man es hier auch machen will, das ist alles nicht so, so Schönes. Hier nur ein See. Tja, wie machen wir das hier? Ein Schutzgebiet könnten wir bauen. Das wäre natürlich klasse hier. Aber. Träge. Was haben die denn hier? Durchschnitt. Auch Durchschnitt. Und sogar nur 0. Das hat hier 2. Das hat hier auch 2. Wenn wir es hier hin bauen, könnten wir später wieder die Viehzucht da wegnehmen. Aber das ist eh nicht bezaubernd. Durchschnitt 1, Durchschnitt 1, Durchschnitt 1. Zaubern 3, das würde dann einen Punkt dazu bekommen. Also was wäre dann hier die Idee, wenn wir das doch hier hinbauen? Das Geländefeld selber. Die wären jetzt so schlecht, aber hier könnten wir nachher schön. Was hat denn das hier für ein. Auch Durchschnitt 1, aber wenn wir hier schöne Wälder nachher bauen, könnten wir das ja eigentlich überlegen, ob wir hier nicht nachher ein Schutzgebiet bauen. Vielleicht wirklich dahin, nicht mal hier hin, noch ein paar mehr Felder. Ich will das jetzt aber auch nicht kaufen. Ich wollte eigentlich hier noch einen Schrein kaufen, 25 und 28. Das wären 76, das wäre ein Gold zu wenig. Das ist ja unfassbar. Das reicht dann nicht, ne? 279 Geld haben die. Da können wir noch ein Gold pro Runde rausholen? Aber das kriegen wir erst nächste Runde, oder? Noch ein Gold pro Runde rausholen. So, und jetzt noch mal ein paar Pferdchen verkaufen. Ja. Ja. Machen wir das so. Haben wir jetzt das eine Gold dazu bekommen? Nein, haben wir nicht. Und bei ihm können wir jetzt nur 3 rausholen. Das wäre das Maximum. Alle Pferdchen verkaufen. Na los. Jetzt fehlt uns ein Gold. Das ist unfassbar. So, was bauen wir jetzt hier? Den Speer. Quatsch, den Händler wollte ich sagen. Kornspeicher, Stadtmauern vielleicht mal. Vielleicht Stadtmauern. Weil wir dann noch eine Karte reinnehmen könnten. Das überall parallel machen könnten. Vielleicht wirklich den Händler. Bauen wir hier den Händler, weil anders was zu bauen. So, wie sieht es aus mit den Religionen? Können wir mal noch eine bauen? 420. 33 haben wir. Der hat 16, macht 4 Punkte pro Runde. Der macht 2,3 pro Runde. Die haben schon beide eine Religion.
Einer hat irgendwie, da wird uns nicht angezeigt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Hier ziehen wir mal zurück. Du darfst weiterziehen. Ohne Galeere. So, hier ziehen wir auch. Mal dahin. Sehen wir nicht viel. Okay. Nochmal eine Runde weiter. Alles verkauft. In einer Runde kann ich den Schrein kaufen. Das kommt dann natürlich auch langsam schon zu spät. Für noch einen Prophetenpunkt. Ein Meteorschauer. Mal raufziehen, da gibt es eine Gratis-Einheit. Ja, zwei Runden. 36, 390. Das könnte jetzt in einer Runde reichen. Jetzt müssen wir auch den Schrein, glaube ich, nicht mehr kaufen. Weil 2 pro Runde 382. Den ganzen Glauben, den wir noch pro Runde. Also ich glaube, das reicht schon. Wir müssen jetzt vielleicht nicht mehr den Schrein kaufen. Wollen wir ihn trotzdem kaufen? Ich denke ja. Wir gehen kein Risiko jetzt mehr ein. Einmal Schrein kaufen. Da ist der Meteoritenschauer. Okay, hier greifen wir einmal an. Ziehen wir einmal dahin. Noch ein Kontinent entdeckt. Sania, Laurasia müsste hier sein, okay. Also dahinter noch die anderen Zivilisationen, mehr Wohnraum wird hier benötigt. Und hier ist noch eine Einheit. So, in einer Runde müsste es soweit sein. Da wollen wir den Glauben ausgeben. Ich hoffe es einfach in einer Runde. Muss es einfach soweit sein. Einfach nochmal Daumen drücken. Eine Runde jetzt noch. Dann hoffe ich, dass wir mit Glauben das kaufen können. 384, das sollte eigentlich reichen. Eine Runde weiter. Oh. Gott, was ist hier passiert? Mega kolossaler Ausbruch. Das Gelände fällt. War hier nicht mal ein Wald oder so drauf? Ist jetzt weg. 6 Geländefelder gedüngt. Irgendwas wurde besiegt. Ein unbekannter Stadtstaat wurde besiegt. Das ist ja traurig. Den werden wir nie kennenlernen. Und wir können. Und wir werden jetzt kein Risiko eingehen. Wir kaufen jetzt für Glauben. Eine Runde könnten wir warten, dann hätten wir das geschenkt. Ah, wir kaufen jetzt für die 350 Glauben. Ding. Großen Propheten und können jetzt, hier ist er, die Religion gründen. In der nächsten Runde erst. Aber wir haben ihn und jetzt kann ihn keiner mehr wegnehmen. Keiner kann ihn mehr wegnehmen. Wir können das hier rausnehmen. Wir können unser Monument weiterbauen. Wir brauchen das hier auch nicht mehr. Wir machen Campus. Wir haben es geschafft. Das lange Bange Warten hat sich am Ende bezahlt gemacht. Wir haben die Religion, den Großpropheten, jedenfalls den wir wollten. Und damit, ja, können wir es wirklich mal probieren, auf den Religionssieg zu gehen. Wir können jetzt so tolle Sachen machen mit der eigenen Religion. Das ist total klasse. Hier kriegen wir noch mehr Glauben. Vielleicht nochmal ein Zeitalterpunkt, wenn wir das Camp besiegt haben. 30 Gold fürs Camp und nochmal 12, weil wir den Sperrkämpfer besiegt haben und das ein Bonus von Tamar ist. So, und jetzt gehen wir hier einfach nochmal gucken. Wow, was für ein tolles Feld. Mal einen schönen Campus draufbauen und hier. Ja, wir wechseln sofort die Forschung, weil wir können jetzt die Religion selbst gründen. Dann gehen wir hier auf Drama und Dichtung. Ziehen hier auch weiter. Wir mal wissen, mit wem Schweden hier im Krieg ist. Sind die anderen KI-Gegner vielleicht hier hinten sogar noch? Können wir von der Seite auch hier hin oder ist dann hier doch irgendwann mal doch Wasser zu finden? So, lauter Zeitalterpunkte, wie stehen wir denn da? Ja,
Ja, 6 Punkte brauchen wir noch. Die kriegen wir. Kriegen ja nochmal welche, wenn wir gleich die Religion gründen. Wir könnten noch einen neuen Gouverneur uns holen. Wir könnten aber auch hier sagen, das machen wir alles mit Hoxha dann. Huiuiui, das war knapp. Meine Güte. Alles habe ich jetzt darauf. War darauf aus, jetzt können wir neue Städte gründen. Machu Picchu wird gebaut. Ja, jetzt kommen die Weltwunder hier rein. Hier ist nochmal ein Speer. Wollen wir den mal angreifen hier? Ich denke ja. So, der Bogenschütze soll auch mal langsam nach Hause ziehen. Ja, hier scheint es gar nicht so weiter zu gehen. Der ist auch wieder so weit. Ja, muss noch ein bisschen heilen, aber das kann er auch zu Hause dann da machen. Hier ziehen wir nochmal nach oben. Versuchen wir hier an den Gebirge vorbeizukommen. Und jetzt brauchen wir mehr Wohnraum. Jetzt können wir uns um die Dinge kümmern, die alle hier stehen geblieben sind. Und du kannst in der nächsten Runde die Religion gründen. Ach, die kann uns keiner mehr wegnehmen. Die haben wir dann. Eine Runde weiter. Campus. Auch reich. Bringt nochmal Heureka. Nicht Heureka, aber auf alle Fälle ein Zeitalterpunkt. Dachte ich zumindest. Offensichtlich nicht. Weil wir kein Gebäude errichtet haben wahrscheinlich. So, aber jetzt. Religion gründen. Super. Und jetzt nehmen wir, ich nehme mal das hier. Und wir gründen den Ostzismus, würde ich sagen. Das machen wir so. So, Ostzismus. Und was nehmen wir denn hier? Plus eine Annehmlichkeit in Städten mit 2 Spezialbezirken. Glauben, Nachbarschaft des Heiligen Städte und Bezirks gewährt zudem Produktion. Ja, auch nicht schlecht. Gebäude im Theaterplatzbezirk und Campus können mit Glauben gekauft werden. Interessant, wo wir so viel Glauben generieren. Aber wir hatten schon sowohl den, den Wirtschaftssieg, den Forschungssieg, als auch den Kultursieg. Vielleicht ist es mal an der Zeit, mal auf den Religionssieg zu gehen. Und dafür müssten wir eigentlich das hier nehmen, dass es mehr Produktion auch bringt. Gut, haben wir. Dann. Wissenschaft pro 4 Anhänger dieser Religion. Das wäre für uns echt sinnvoll. Wir haben so wenig Wissenschaft. Das sollten wir eigentlich nehmen. Das ist eine gute Sache. Kauf von Missionaren und Aposteln kostet weniger. Könnten wir auch überlegen. Aber ich glaube, wir müssen mal hier vorankommen in der Wissenschaft. Sonst hängen wir da zurück. Wir gründen mal diese Religion hier. Sollen andere sagen, was sie wollen, an die Blüte der Klassik begann mit der Entdeckung der Technologie, der Theologie durch Georgien. Das war der, das Heureka oder der, das Inspiration, der, die Inspiration. Und Ostzismus ist der wahre Weg zur Erlösung. Bitte ignoriert alle anderen Religionen. Exaktes religiöses Denken ohne Theologie gibt es genauso wenig wie exakte Messungen und Astronomie ohne Mathematik oder eine exakte Herstellung von Eisen ohne Chemie. Super. So, jetzt können wir noch Tempel bauen. Das machen wir hier auch. Zack, hinterher. Zeitalterpunkte haben wir genug. Noch 3. Das schaffen wir locker. Jetzt wollte ich hier weitermachen. Monument noch 2 Runden. Das kann noch fertig gebaut werden. Dann auch da den Tempel. So, und jetzt hier, ja, würde ich sagen, uns auch weiter um, oder? Decken wir noch ein bisschen auf. So, er wollte ja mal hier oben noch gucken, wie es da so aussieht. Ja, der unaussprechliche Vulkan ist ausgebrochen. Und jetzt die Frage, ob wir hier schon weiter befördern. Ich glaube, wir gehen wirklich auf Religionssieg. Einfach, weil wir das noch nicht hatten. Damit so viel Mühe gegeben, der Religion hier zu bekommen. Wir kriegen so viel Glauben pro Runde.
Die steigern wir jetzt noch. Ich würde sagen, so machen wir das. So, wir können die Regierungskarten wechseln. Nicht. Ich dachte schon, dürften. Aber wir dürfen gar nicht. Obwohl wir die Theologie erforscht haben. Politik ändern. Doch, kann ich. Kampfstärke gegen Barbaren. Nicht so entscheidend. Aber wenn wir vielleicht hier noch mehr Nachbarschaftsbonus haben. Ich denke ja. Mehr Nachbarschaftsbonusse. Dann kriegen wir vielleicht noch mehr Glauben. Bin ich sicher oder bringt es nur, doch, das müsste Glauben bringen. Okay, sie will uns endlich unbedingt die offenen Grenzen verkaufen. Wie viel willst du denn haben dafür? 11. Na, das kannst du haben. Vielleicht gibst du dann Ruhe. Nochmal ein Zeitalterpunkt. Die Entdeckung der Eine Reiterei. Stunde im Leben, die man im Sattel verbringt, ist verloren. Und jetzt geht's hier flott weiter mit der Bewässerung. Jetzt müssen wir mal langsam hier aufholen. So, hier ziehst du mal weiter, weiter, weiter. Gleich müssen wir auch mal ein paar Handwerker bauen. Wald rein, das ist noch ein Vulkan. Hügelig, hügelig, hügelig. So wie die Karte ja versprochen wurde. Ganz viele Vulkane. So, eine Runde weiter nochmal. Hier gleich ein Händler. Das Feld kommt gleich dazu. Ja, also hier stand doch mal ein Wald, ne? Interessant, interessant. Mal weiterziehen. Hier machen wir vielleicht auch zum Bonusdorf mal ziehen. Sehr schön. Hier bräuchten wir mal den Kornspeicher oder einen Handwerker. Nehmen wir doch mal den Handwerker, der kann hier mal ein bisschen was anschließen. Dann machen wir mal den Kornspeicher und dann nehmen wir die Handwerkerkarte dann vielleicht mal rein. Die muss jetzt schneller gehen. Weiterziehen hier. Hier auch mal weiterziehen. Hätte ich hier nicht noch einen Speer hier unten? Der kann auch mal ein bisschen weiterziehen. Das reicht hier, glaube ich. Das ist auch Klippe. Okay, dann scheint hier wirklich noch ein KI-Gegner zu sein. Irgendwo da. Sieht denn immer noch im Krieg? Ja. Gut, eine Runde weiter. Ja, es gibt so viele Vulkane. Hier mühsam gehen wir weiter vor. Ja, du ziehst mal auch nach unten. So, du wolltest hier mal das Bonusdorf holen. Und hier müssen wir jetzt mal hier unten lang ziehen. Okay, nicht so spannend. Wir könnten jetzt ein Missionar kaufen, bringt uns ja auch mehr. Konvertieren ja aber selber. Da unten ist die Religion, aber ich glaube, hier oben können wir erstmal ein bisschen, kann sich das von selbst noch verbreiten. Wir kriegen da noch mehr Wissenschaft, ja. Aber gleich können wir auch Apostel dann noch kaufen. Das wäre mir ja noch ein bisschen lieber. Vielleicht noch mehr Glaubenssätze holen. Nochmal ein Ausbruch hier in unserem Vulkan. Tausende haben ohne Liebe gelebt, nicht einer ohne Wasser. So, okay. Bewässerung haben wir auch. Dann zieht der mal weiter und. سم اسبان بار دیگر زمین را می لرزاند و جهان از شنیدن نام نادر نفس در سینه حبس می کند. So, Hufschläge erschüttern die Ebene erneut und die Welt hält beim Namen Narda Shah den Atem an. Narda Shah.
Okay, Informationen auszutauschen. Da oben ist der. Und der ist im Krieg, ja, mit Christina. So ist es. Der kennt noch zwei andere, die er überhaupt nicht mag. Vom Persischen Reich, auch durch den letzten DLC mit dazugekommen. Den Leaderpass, neuer Anführer hier. So, jetzt haben wir genug Zeitalterpunkte. Ne, einer fehlt noch. Einer fehlt noch, dass wir auch im goldenen Zeitalter sind. Wir brauchen ein paar mehr Annehmlichkeiten, holen wir uns gleich. Aber wir gucken erstmal neue Forschung uns an. Wir gehen mal hier unten hin zur Eisenverarbeitung. Hier wollten wir noch weiterziehen, zurück zum Bonusdorf. Der wollte eigentlich auch mal runterziehen oder na, vielleicht hier mal hin. Jetzt hier mal noch ein bisschen um. Der Krieger. Ja, weiß auch nicht so recht, was er machen soll. Heilt erstmal hier. Hier geht es auch noch weiter. Und der Speer kann ruhig mal noch ein bisschen mutig weiterziehen. Die haben sich wohl ein bisschen verirrt hier im Krieg. Christina ist ja da. So, und jetzt brauchen wir. Erstmal schicken wir ihm noch eine Delegation. Wir wollen uns hier vertragen. Offene Grenzen. Ja, der hat keine Pferdchen. Können wir denn noch irgendwo ein paar Luxusgüter haben, ehrlich gesagt? Die bräuchten wir jetzt mal noch. Sie hat so viele, aber nichts doppelt. Das ist nicht so schön. So, 3 Runden der Kornspeicher, 2 Runden der Tempel, 3 Runden der Händler. Ja, wir haben so wenig Annehmlichkeiten. Müssen wir gleich mal was dagegen tun hier. So, alles andere vernachlässigt hier. So auf den Religionssieg hier gegangen oder auf die Religion erstmal. Ziehen wir hier einfach mutig weiter. Zu gehen. So, der Krieger müht sich hier auch vorwärts. Der Bogenschütze hier auch. Haben wir denn schon fast eine Weltumrundung? Naja. Fehlt nicht mehr ewig viel. So. Eine Runde noch der Tempel. Die Religionslinse sieht so aus. 21 Runden und das hier alles konvertieren. Okay. Helfen wir gleich mal nach. Oh, er mag uns. Er mag uns jetzt, den alle anderen nicht so leiden können. Aber wir nehmen die Freundschaft an. Ne? Möge euer Atem warm sein. Jetzt noch offene Grenzen hinterher. Zwei zahlt er uns. 30 Runden lang. Der mag uns ja richtig, richtig doll. Erklärter Freund, auf der Grenze erste Eindrücke von euch. Was macht der denn so? Mag Zivilisation mit einer hohen Zahl an Landeinheiten, mag keine mit einer geringen Anzahl. Okay, na ja, ein paar Einheiten habe ich ja. Noch nicht so stark. Oh, da ist nochmal eine böse, böse und böses Barbaren-Camp. So, könnten wir gleich Siedler bauen. Bibliothek wäre auch nicht schlecht. Das sind ja Glauben und 100% religiösen Drücken, wird noch ein großer Prophetpunkt. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal eine Runde zu Ende. Dann können wir weiter überlegen. Ach, hier wollten wir doch reinziehen auch noch. Das geht so schneller. Na gut. Eine Runde. So, dann hier weiter. Ah, da sind noch ein paar Einheiten. So, wie teuer ist denn eigentlich so ein Apostel? 400. Den würde ich ja gerne sparen. So, und eine Runde weiter. Nochmal, der bricht aber häufig aus. Hat schon alles kaputt gemacht hier. Ziehen wir mal lieber ein bisschen weg. Und Daumen drücken, die alten Urinen ein und eine Aufklärungseinheit, noch ein Speer. Den könnten wir ja noch runterschicken.
hier einziehen. So, jetzt sind wir hier überall fertig. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Hier könnte ich mir aber gleich vorstellen. Marabocchi-Tempel. 2 Diplomatie-Siegpunkte und 2 Apostel. Okay, 20 Runden ist ein bisschen viel. Handwerker wäre natürlich mal nicht schlecht. Die Bibliothek wäre aber auch super. Ich glaube, wir brauchen erstmal die Bibliothek. Ein bisschen mehr Wissenschaft. Hier könnten wir jetzt erstmal den Tempel bauen oder Stadtmauern. Halt auch ein Handwerker. Nehmen wir den Tempel. Und hier würde ich ja gerne jetzt mal das Schutzgebiet bauen. Das machen wir hier. Das bringt doch wahnsinnig viel an Glaubenserträgen. Die wollen wir jetzt ja vor allen Dingen sammeln, aber wir haben einen weiten Weg zu gehen. Das irgendwann mal. Nutzen wollen. So. Bildet einen Bogenschützen aus, ja. Großer General. Hier könnten wir uns auch noch mal. Dann holen wir uns doch hier auch noch mal einen Gesandten. 2 Zeitalterpunkte für Singapur. Jetzt haben wir hier auch noch mal ein bisschen mehr Blick. Ah, hier ist Wasser tatsächlich. Interessant. Kriegen wir auch mehr Gunst. Können wir auch verhökern. Christina will, glaube ich, mal richtig viel Geld dafür geben. Nochmal ein Bonusdorf. So, was machen wir jetzt mit dir? Die Straßen nach Singapur, das gefällt mir eigentlich sogar. Hätten wir mal ein bisschen Verbindung. Kommen wir mal ein bisschen schneller hier vorwärts. Ich glaube, das mache ich. Für die Währung und jetzt haben wir aber auch genug Zeitalterpunkte. Gut, da holen wir uns gleich das nächste Bonusdorf. Ja. So. Das sind Schwertkämpfer, na gut. Ja, wir bauen jetzt hier so ein paar Projekte, haben wir jetzt ja hier drin. Oh, gleich mal ein paar Handwerker. Und wir wollten auch noch ein paar Siedler hier bauen. Eigentlich die Stadt hier machen. Tischu hat gerade Schweden den Krieg erklärt. Okay. Die bekriegen sich also weiter. Ja, der Kahn ist aktiv, ist mir egal. Okay, der heilt einfach noch mal kurz. Und einmal Daumen drücken nochmal, Bonusdorf. Alles überschlägt sich. By the grace of God, Victoria, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. And soon, dare I say, the Empire. Queen Victoria, Großbritannien. Es ist uns eine außerordentliche Ehre, euch zu einem Besuch des Reiches einzuladen. Durch unsere vielen Kolonien ist es auch gar nicht schwerlich, uns zu erreichen. Wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Sehr schön. Nächste Zivilisation, die uns vielleicht... Ah, ein bisschen... Wir haben 2. Ach, weil wir jetzt Suzerän sind von Singapur, kriegen wir da noch was. So, von ihr können wir jetzt jedenfalls... Zucker holen. Das machen wir mal. Dann gehen wir mal zu ihr hin und holen uns noch eine Delegation. So, ich weiß nicht, was wir durchs Bonusdorf bekommen haben, ehrlich gesagt, weil leider kam ja dann uns ja noch was anderes dazwischen. Ich habe es nicht gesehen, was es war. So, hier könnten wir angreifen, müssen das aber nicht. Hier gehen wir mal rüber und decken hier anscheinend noch ein Naturwunder. Die Punkte brauchen wir alle gar nicht mehr. Wäre trotzdem interessant, was es ist. In einer Runde könnten wir wieder die Karten wechseln. Dann überlegen, ob wir dann vielleicht mal die Handwerkerkarte reinnehmen. Einfach mal so ein paar Handwerker bauen.
Modernisierung anzuschließen. Ich glaube, das machen wir auch. Und vor allen Dingen könnten wir auch Karukia-Hügel bauen. Wir machen wahnsinnig viele Punkte hier. Was bringt denn hier Anneurstitel? Einen können wir noch ausgeben. Ja. Schön Felder in dieser Stadt. Ein bisschen Druck. Das hier wollen wir ja gerne haben. Also 3 Beförderung. Dann könnten wir da richtig viele Ladungen ausgeben. Darauf arbeiten wir hin. So, hier kriegen wir gleich noch eine Einheit. Das ist schön. Ja, er tragt die Qualen des dunklen Zeitalters mit solch einer Würde. Ich wünschte, meine Untertanen wären so standhaft wie ihr. Wart mal ab, gleich sind wir in einem goldenen Zeitalter, in einem hellen Zeitalter sogar. Der Herr hat uns alle aus Eisen gemacht. Dann führt er Hitze zu und schmiedet manche von uns zu Stahl. So, Gebelberghall wurde schon gebaut. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Theaterplatz, ja, ist nicht unser Spielziel. Ich heile einfach mal hier, warte mal noch ein bisschen ab. Will ich diese Punkte schon haben für die Zeitalterpunkte? Ich will die eigentlich aufsparen in 7 Runden. Bekommen wir nämlich dann die Möglichkeit, das für das nächste Zeitalter zu nutzen. Ziehen wir auch zurück. So, hier kriegen wir jetzt aber eine gratis Militäreinheit, nämlich einen schweren Streitwagen, weil wir noch nichts weiter freigeschaltet haben. Währung freigeschaltet, das ist gut. Hier gehen wir auch hin. Handelszentrum. So, hier. Ja, da würde ich gerne hin. Die brauchen wir beide. Aber hier gibt es die Regierungsform. Bauwesen werden wir nicht so schnell erforschen. Wir sind ja relativ lahm, was die Forschung betrifft. So, was machen wir mit dir? Du bist ja eigentlich relativ schnell dann unterwegs, wenn du auf flachem Land startest. Der Speer soll hier auch mal weiterziehen. Okay. Politikkarten können wir ändern. Wir könnten jetzt die heilige Städtebonus hier rausnehmen. Ich glaube, das machen wir aber nicht. Ich glaube, die Handwerker können noch ein bisschen warten. Können die noch ein bisschen warten? Können sie jetzt mal kurz reinschieben, ne? 5 Runden? Eigentlich. So wahnsinnig viel bringt es aber auch nicht, ne? 3 Runden. 10, die 30%. Das wäre eine Runde hier, da vielleicht 2, wenn überhaupt. Das ist nicht so der Bringer. Ich glaube, wir lassen das so. Wir bauen hier erstmal Bibliothek, ein bisschen mehr Forschung. Und ja, Kampfstärke gegen Barbaren. Wir haben ja noch ein paar hier gesehen. Ja, Delegation könnt ihr uns gerne schicken. Oh, starke Dürre hat uns das hier kaputt gemacht. Jetzt könnten wir doch einen Handwerker gebauen. Jetzt können wir auch einen Apostel kaufen, das machen wir auch sofort. Hier. So, dann. Da ziehen wir ruhig mutig hier weiter. Der Streitwagen. Boah, zieht einfach hier. So, hier unten wollten wir eigentlich ja auch noch eine Stadt gründen. Hier greifen einfach an. So. Der Poster haben wir gekauft. Nächste Runde können wir gucken, was der für eine Förderung hat. Aus Persönlichkeiten, ja. Wir kriegen hier auch sofort eine Stadtmauern und Mittelalter hier Mauern in dieser Stadt. Interessant. 18 Runden, ja. Wir gucken einfach mal eine Runde weiter. Ich möchte unser Eisen haben. Von der Grenzen würde ich aber auch so mit dir gerne tauschen. Ja, kann man so machen.
So, mal gucken, was unser Apostel kann. Ja, hier haben wir angegriffen. Das ist eine relativ starke Einheit und für Glauben kriegen wir. Das konnte man es nicht sehen. Eine ganze Menge offensichtlich, aber. So, was können wir denn hier machen? Ja, ein Disputant. Das ist natürlich hervorragend. Den holen wir uns auch, diese Eigenschaft. Ja. Die anderen Sachen wären schön gewesen und ich glaube, der bleibt doch erstmal zu Hause. Schickt man nicht auf ferne Reise. Müssen weit ziehen nachher. Das steht fest, wenn wir hier den Religionssieg wirklich haben wollen. Wir wollen hier noch die Bibliothek und dann brauchen wir vielleicht wirklich erstmal noch mal ein paar Siedler hier. Sonst mit den paar Städten hier werden wir nicht allein zurechtkommen. Unten wollten wir noch eine Stadt gründen zum Beispiel. Da oben auch noch ein paar. Wir können auch hier und hier Siedler einstellen. Handwerker wollten wir auch haben. Gucken wir mal, wo wir anfangen. So, hier treffen sich gleich alle. Hier ist der Bogenschütze. Ah, und hier ist noch ein Barbarencamp. Das bringt uns alles Glauben. Alles sehr wichtig für uns. So, hier haben wir einen Disputant für theologische Kämpfe. Der bleibt erstmal hier zu Hause. Wir müssen uns erstmal ein bisschen orientieren. Also, Religion, wie war das jetzt? Wer hat denn Religion? Meine Religion gibt es, dann gibt es die aus Kanada, die aus Schweden. Und dann gibt es noch eine andere, dachte ich zumindest. Vielleicht hat es die letzte Zivilisation, die wir noch nicht kennen. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum die nicht angezeigt wird. Derjenige hat irgendwie keine heilige Stätte und kann den Großpropheten nicht aktivieren. Das wäre sehr komisch, aber das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Tschüss!